Unser vierter Tag ist jetzt angebrochen und wir hatten ihn ja gestern besprochen, liebe Zuschauer. Wir fahren in die Berge, wir fahren in den Nationalpark, Uli. Und wir haben uns heute Morgen fit gemacht, das heißt alle kräftig angezogen. Und du hast gesagt, es geht hoch und runter, kreuz und quer in den Nationalpark. In welchen Nationalpark fahren wir denn? Es gibt einige Nationalparks in Georgien. Einer davon ist der Tirana Park, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Ein riesiges Gebiet, was auch natürlich unter dem Protektorat steht des Staates, so, wo man sich auch entsprechend wie auch überall in der Welt benehmen muss und verhalten soll. Genau. Du hast ja auch gesagt, wir können nicht mit dem normalen Auto, sondern wir brauchen ein Offroad-Fahrzeug, das also vier Antriebsrollen hat, weil es geht hoch und quer und runter. Und das haben wir dann auch ein bisschen gemerkt. Mittlerweile sind wir schon ein Stückchen gefahren. Mhm. Und wie findest du immer, wenn du Besucher hast, wie finden die das? Na, das ist natürlich ein Abenteuer, mit dem Auto hier hochzufahren. Ich meine, wir haben jetzt in den letzten Jahren, ich bin jetzt nur 5 Jahre hier, die ersten Jahre, wo ich hier war, da war eigentlich ab Chakwi unten schon gar keine Straße. Jetzt ist es ja schon die Hälfte, ist ja schon asphaltiert, ist ja schon glatt. Aber dort, wo der Nationalpark anfängt, da ist auch im Prinzip keine Straße mehr so richtig. Also da bräuchte man schon ein ordentliches Auto, um, sage ich mal, einigermaßen ordentlich durchzukommen. Es gibt natürlich auch Kraftfahrer, die kommen mit ganz normalen PKWs durch, mit ganz kleinen. Ja? Aber ich glaube, da weint das Auto auch. Gut, Uli, wir haben heute einen zweiten Mann mitgebracht, das heißt Georgi, er steht rechts neben mir. Hallo, Georgi. Hallo. First of all, I would like to thank you for your coming and for your interest to Georgia. We are every time will be happy to meet you and organize the media tour and press trip because for our region it's really important to improve our tourism and for to know the many people we are located, how your beautiful nature we have and seaside also. And every time we are will be welcoming and be happy to meet you again in Georgia. Once again, welcome to Georgia. And ja, so, das war nicht Georgisch, das war Englisch, aber Uli wird das jetzt alles übersetzen. Na, alles ist auch schlecht. Ich bin da kein geborener Übersetzer. Aber wie gesagt, erstens mal freut er sich überhaupt, dass Gäste aus Deutschland kommen, dass die Deutschen ein großes Interesse auch an Georgien haben, weil wir unseren Tourismus ja hier auch fördern wollen, unter anderem auch ja mit Tourismus aus Deutschland. Und wie gesagt, er macht das wirklich sehr gerne und er freut sich, dass wir hier sind und genau. Der Nationalpark, in dem wir hier sind, hat ja so seine vielen Facetten. Also die Vegetation ist ja der komplette Wahnsinn hier. Was kann man alles hier machen und was organisiert ihr beide denn hier? Naja, organisieren tut mehr Georgi. Ja, also wir organisieren sicherlich auch einige Fahrten mit Touristen in den Tirana Nationalpark, obwohl es auch vielfach die Aufgabe der lokalen Travel Agencies und Tour Operators ist. Und wir machen es natürlich auch. Und was kann man hier mit Tirana Wachs erleben? Zuerst mal diese Natur, diese frische Luft, diese Urwüchsigkeit. Unternehmen kann man, sage ich mal, hier an der Zipline längs laufen. Man kann zum Wasserfall längs laufen. Das ist ja ein ziemlich beschwerlicher Weg bis dort zum Wasserfall. Also du musst schon ein bisschen Kondition mitbringen. Und ansonsten kann man hier überall in diesen Guesthouses wirklich gut essen, richtig naturgegebenes Produkte aus dem eigenen Garten. Wenn man sich hier umguckt, hier wächst alles. Ja, und das gibt es auch auf dem Tisch. Genau. Georgi, der Nationalpark, it's a specialist for you? Yes, it's really the place that many people are interested in because, as Uli said, that everything here is bio and food and guest houses and the places and also wonderful waterfalls and lakes near the forest, and it's a interesting place for all visitors who is coming in Ajarwa region, I think so. So in the summertime you have many trips here? Yes, many trips all day. They are trips and every time is busy. Once again, because of its wild nature and it's a national park of Tirana, and many people are interested of with a wild nature and with a for a good food, I think so. Yeah.
Das ist, Georgi sagt, ich soll es ja übersetzen, aber es ist wirklich so, die Menschen, die hierher kommen, erfreuen sich an der Natur, erfreuen sich an diesem ökologisch guten Essen. Das ist alles Natur, hier gibt es im Prinzip keine Pestizide, alles ist mit der Hand gemacht und es ist einfach schön, hier zu leben. Und wo wir jetzt hier sind, in dem Platz, kann man auch übernachten. Ja, doch wirklich ordentliche Zimmer hier. Ich bin wirklich erstaunt, in welchem guten Zustand die sind. Und ich weiß von vielen, auch Deutschen, dass sie hierher kommen, einfach 1, 2, 3 Tage bleiben, wandern und wieder abziehen hier. Also, liebe Zuschauer, Sie haben es jetzt gehört, wir haben Ihnen jetzt den Nationalpark etwas näher gebracht, Batumi sowieso, das heißt also, Sie können alles machen, Sie können morgens wunderbar an den Strand gehen, dann setzen Sie sich ins Auto, fahren in den Nationalpark, genießen hier oben die Natur in ca. 500 Meter Höhe, Sie haben eine Ruhe, Sie haben, wenn Sie hier hochkommen, schon mal dieses Atmen und sagen, toll, dass ich hier bin. Das Essen ist gut, haben wir auch gerade gehört von den beiden. Also, was gibt's noch Schöneres als wie, wenn ich Ihnen sagen würde, buchen Sie einfach einen Flug in jedem deutschen Reisebüro, sagen Sie, Sie möchten nach Georgien, nach Batumi, setzen Sie in den Flieger, fliegen, so wie wir auch, von Berlin über Istanbul nach Batumi ist der schnellste und der einfachste Weg. 2,5 Stunden sind Sie in Istanbul, einmal umsteigen, 2 Stunden später steigen Sie ja aus und genießen eine wunderschöne, herrliche Welt mit viel Kulinarik, Natur, mit Kultur, mit allem, was wir sind gestern ja mit der Cablecar gefahren. Heute Nachmittag machen wir noch einen wunderschönen Boottrip und morgen machen wir eine ganz lange Reise in die Hauptstadt. Wo geht's hin, Uli? Ja, nach Tbilisi ist die Hauptstadt und da werden wir 5 Stunden mit dem Auto ungefähr unterwegs sein. Das sind so 370 Kilometer zu fahren und der Verkehr ist auch nicht unerheblich. Also deswegen mit den 5 Stunden kommt man schon hin. Man schafft es da schneller, aber wir wollen ja auch was sehen unterwegs. Wir wollen was erleben von den... Genau. Also bleiben Sie dabei und bleiben Sie bei uns. Wir nehmen Sie morgen mit auf die große Reise und Georgi, thank you very much for coming. Welcome. And one thing what's also really important, we have direct flights from Munich, from Berlin and from Dortmund as well, and it's direct and only 3.5 hours need for coming here, and the cheap flights also you can take. Genau, das war die Überraschung, die ich jetzt noch nicht loswerden wollte, die hat er nämlich gesagt, das sollte er auch, weil er hat das alles organisiert und danke nochmal an euch beide, thank you very much Uli, thank you very much Georgi, and so, it is not the last time I will stay here. Okay, thank you very much.